Hallo, Sabine Strutzke. Ich möchte dir gerne eine Serie vorstellen für Schulterübungen. Jede einzelne Übung braucht maximal 2 bis 5 Minuten. Das Gute an diesen Übungen ist, du kannst sie egal wo ausführen, sogar am Arbeitsplatz. Wichtig ist, du bist achtsam dabei in dem, was du tust. Du achtest darauf, dass du dich mit deiner Atmung verbindest und die Übung so präzise wie nur möglich ausführst. Ich zeige dir jetzt die erste Übung, die eigentlich total einfach ist und die auch jeder kennt, aber trotzdem eben genau in der Achtsamkeit eine ganz andere Wirkung hat und du wirst es hinterher sofort spüren und wahrnehmen. Nimm dafür deine Hände auf deine Schulterblätter. Du kannst es im Sitzen oder Stehen machen. Ich sitze jetzt auf dem Stuhl und deine Ellenbogen hebst du auf Schulterhöhe. Achte darauf, dass du die Schultern nicht hochziehst, sondern die Schultern unten lässt. Jetzt zeige ich dir erstmal nur die eigentliche Übung und dann das Ganze in Verbindung mit der Atmung. Du drehst die Schultern nach vorne bzw. die Ellenbogen. Dann ziehst du sie hoch. Du siehst, ich habe die Unterarme zusammen. Ziehst sie hoch, ziehst sie wieder im großen Kreis nach hinten, zurück und wieder nach vorne. Jetzt das Ganze mit der Einatmung. Einatmen, hochziehen. Ausatmen, nach hinten runterziehen. Wirklich in dieser Langsamkeit, die Ellenbogen machen riesengroße Kreise. Einatmen vorne hoch, ausatmend nach hinten runter. Einatmen nach vorne hoch, ausatmen nach hinten runter. Mache ganz langsame, achtsame Bewegung und versuche wirklich bewusst in deinen Bauch zu atmen. Ganz tief und bewusst in den Bauch ein- und ausatmen. Schließ vielleicht auch deine Augen. Konzentriere dich total auf diese Übung. Einatmen vorne hoch, ausatmen nach hinten runter. Wenn es knackt, ist es normal. Wenn es wehtut, ist es natürlich nicht normal. Sei achtsam mit dir. Das Ganze kannst du jetzt auch rückwärts machen. Einatmen hinten hoch. Ausatmen, nach vorne wieder die Oberarme und Unterarme zusammenziehen, nach unten runter. Einatmen, hinten hoch. Ausatmen, runter. Einatmen, hinten hoch. Ausatmen, runter. Wir machen das jetzt gerade mal 2 Minuten, falls du es mit mir zusammen gemacht hast. Wenn du das Ganze 5 Minuten machst, also 2,5 Minuten eine Richtung, 2,5 Minuten andere Richtung, sind deine Schultern butterweich. Und du wirst merken, was es für einen Unterschied macht. Morgen zeige ich dir eine nächste Übung für die Schultern, Hals und Nacken. Viel Spaß, hab einen schönen Tag, sei entspannt. Bis dann, Sabine Strutzke.